Ich muss vorausschicken, ich würde hier normalerweise nicht alleine stehen, sondern mein Kollege Philipp Pollack wäre dabei. Der ist aber leider erkrankt, sodass ich das jetzt hier solo machen muss und habe mir so ein bisschen einen Spickzettel für manche Folien hier vorbereitet und hoffe, dass es keiner merkt, wann ich improvisieren muss. Aber es wird schon gehen. Genau, was erwartet Sie jetzt? Eben noch die Gegenseite oder es geht ein bisschen ein Teil, ein Gegenstück zu dem Vortrag, den Julia Bartlewski und Christoph Broschinski gerade gehalten haben. Es geht also vor allem um das DFG-Programm Open Access Publikationskosten. Es steckt in diesem Vortrag aber auch drin Transform to Open und Open Cost. Das sind zwei DFG-geförderte Projekte, ist, glaube ich, auch bekannt. Und es steckt natürlich so ein bisschen der Open Access Monitor drin, aber der schwebt da eigentlich nur so am Rande. Genau, also es geht dann um das Datenschema und die Datenerhebung, Auswertung und Berichterstellung und um die Datenweitergabe. Noch so ein bisschen den Rahmen dazu, das wissen vielleicht die meisten auch schon, aber ich dachte, ich erzähle auch noch mal, was eigentlich zu diesem DFG-Monitoring alles dazugehört, das wir im Auftrag der DFG durchführen. Die geförderten Einrichtungen sind zur Abgabe der Daten verpflichtet, die müssen das und alle, die teilnehmen, wissen, dass sie da ständig irgendwelche Mails kriegen und mehr oder weniger intensiv dazu aufgefordert werden, und für dieses Jahr haben auch alle Einrichtungen ihre Daten inzwischen abgeliefert. Da gehörte aber auch dazu vorab die Entwicklung und Bereitstellung eines Datenschemas. Es gehört dazu die Bereitstellung dieser Abgabe-App, wo man die Daten eben hochladen kann. Da gehört dazu ganz viel Kommunikation mit den Einrichtungen, weil irgendwas nicht klappt, weil was nicht vollständig ist, weil die Frist zu kurz ist, weil die gar nicht wissen, wie es geht. Ja, da gehört also sehr viel Kommunikation dazu. Dann natürlich eben die Auswertung der Daten und die Erstellung der Berichte für die DFG und dann als Service sozusagen aus diesem Monitoring raus die Weitergabe der Daten an OpenAPC, wenn das gewünscht ist, und auch die Übernahme der Daten in den Open Access Monitor gleichzeitig, um da eben auch gewisse Auswertungen zu bieten. Dann komme ich direkt zur Zusammenarbeit Transform to Open und Open Cost. Erstmal Open Cost, also wir haben, wie gesagt, ein bisschen gemeinsam das Datenschema entwickelt, haben da sehr viel diskutiert, haben für das DFG-Monitoring viele Ideen von Open Cost auch übernommen. Open Cost hat aber auch, glaube ich, von uns ein paar Sachen übernommen. Also da ging es einmal um die Standardisierung der Gebührenarten, wie die dargestellt werden sollen. Die Gebührenarten, wie sie übermittelt werden sollen, sollen so ein bisschen den Open Access-Status auch widerspiegeln. Sodass wir also definiert haben, es gibt nicht einfach nur eine APC, wie die Verlage das zum Beispiel darstellen oder wie es auf den Rechnungen steht, sondern wenn ein Artikel Gold Open Access ist, dann nennen wir das Gold Open Access APC. Wenn ein Artikel Hybrid ist, dann nennen wir das Hybrid Open Access. Wenn ein Artikel Closed Access ist, es gibt aber trotzdem Gebühren, dann nennen wir das halt Publication Charge. Und wir versuchen das Ganze eigentlich so ein bisschen zu standardisieren und auch in die Einrichtungen zu verbreiten, damit wirklich alle das Gleiche meinen, wenn sie diese Daten verwenden. Dann haben wir eben schon über Transformationsverträge als Entitäten gesprochen. Das hat auch Gernot Deinzer so dargestellt. Wir eben auch, also wir haben festgestellt, es reicht jetzt nicht einfach nur, wenn wir bei einem Artikel sagen, ja, das ist irgendwie ein Deal-Artikel, sondern man muss tatsächlich diese Verträge sich detailliert angucken und auch auseinandernehmen. Und da gehört eben dazu so eine Vertragsdauer. Es gehört eigentlich auch dazu, über welche Konsortialstelle läuft denn eigentlich dieser Vertrag. Dann gehört zum Beispiel auch dazu, dass so ein Vertrag ja mehrere Laufjahre hat. Also am Anfang haben wir einfach nur gesagt, okay, das ist ein Deal-Artikel und die Rechnung kam in 2023. Das reicht nicht aus, sondern es gibt ja eigentlich ein sogenanntes Lizenzjahr oder Zuordnungsjahr, wie wir das nennen. Und dann gibt es zu diesem Zuordnungsjahr leider auch mehrere Zahlungen, und zwar eine Vorauszahlung meistens im Vorjahr. Und dann warten wir irgendwie auf die PABA und das dauert ganz lange und dann kommt diese Abrechnung halt über ein Jahr später im Prinzip. Und das muss man alles auch darstellen können. Und deswegen ist das auch im Datenschema für die Einrichtung so kompliziert, dass man sagt, also wir haben ein Rechnungsjahr, wir haben zu einem Artikel auch noch ein Publikationsjahr natürlich. Und wir haben ein Rechnungsdatum und diese Daten können alle voneinander abweichen und müssen deswegen auch separat erfasst werden. Ja, Identifier für Verträge, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Wir sind dann eben drauf gekommen, dass es sinnvoll ist, wenn wir die Daten weitergeben wollen, dass wir einen Identifier verwenden und haben deshalb auch bei uns ins Datenschema nur im Hintergrund die ISAC-ID aufgenommen. Das sehen die Einrichtungen gar nicht, wenn sie den Vertrag auswählen.
Ja, und zur Zusammenarbeit gehört eben dann die Übermittlung der Daten an OpenAPC. Da komme ich gleich noch im weiteren Verlauf drauf zu. Genau, Transform to Open steckt hier auch relativ viel drin, auch wenn man es vielleicht nicht so sieht. Transform to Open widmet sich ja so den Budgets, Kriterien, Kompetenzen zur finanziellen Dimension der Open Access Transformation. Und da haben wir in ganz vielen Webinaren und Interviews Kontakt zur Einrichtung aufgenommen und haben Erfahrungsaustausch und Rückmeldungen zu dieser ganzen Monitoring-Geschichte ins Leben gerufen, haben dazu auch einen Report erstellt. Und aus diesen ganzen Webinaren und Interviews kamen auch durchaus Rückmeldungen zum Datenschema, die wir versucht haben aufzunehmen. Eben zum Beispiel, dass da einfach Anpassungen notwendig sind. Versuch der Reduktion der Komplexität, was leider nicht so ganz einfach ist. Aber eine Sache war zum Beispiel schon, dass wir in Zukunft darauf verzichten oder inzwischen darauf verzichten, ein sogenanntes Förderjahr zu erheben, weil das von Anfang an nicht richtig definiert war und eigentlich auch für die Auswertung nicht wirklich was bringt. Also man kriegt ja von der DFG das Geld zugewiesen für eine bestimmte Förderperiode. Wann das abgerufen ist, ist ja nochmal ein ganz anderes Kriterium. Das kann man erst recht nicht erfassen. Also lassen wir das zum Beispiel einfach weg. Aber es gab auch zum Beispiel aus der Community Anregungen, dass wir die Daten nicht nur über Excel erfassen und annehmen, sondern auch über eine API. Dazu komme ich gleich auch noch. Jetzt noch mal ein bisschen was zum Ablauf des Monitorings. Also die Einrichtung liefern uns im Moment nur Excel-Tabellen, ab nächstem Jahr hoffentlich auch über die API möglich. Ja, und dann gibt es sozusagen diesen Bereich, die große Box, die Werkstatt, wo das Ganze verarbeitet wird. Also es gibt die Abgabe-App, dann gibt es die interne Datenbank, das ist eine mongo.de, eine NoSQL-Datenbank, die ist dokumentenbasiert und dadurch sehr performant. Das ist die gleiche Technik, die auch der Open Access Monitor verwendet, ist aber getrennt vom Open Access Monitor. Die Daten sind damit noch nicht im OAM drin, sondern das ist wirklich die DFG-Monitoring-Datenbank. Dann haben wir halt eine interne Verwaltungs-App, über die wir Daten aktualisieren können, nochmal eine Submission löschen können oder wieder reinladen können. Und wir erstellen eben aus dieser Datenbank das Reporting für die DFG und haben da auch schon inzwischen bestimmte Routinen etabliert, Abfragen definiert, dass wir das, wenn die Daten alle geprüft und bereinigt sind, möglichst reibungslos abrufen und die Berichte erstellen können. Ja, noch mal einen kurzen Blick auf das Datenschema, auch vielen bekannt. Das ist also eine nicht besonders beliebte Excel-Datei mit 5 Tabellenblättern. Publikation mit DOI, Publikation ohne DOI. Die Tabellenblätter brauchen wir eben beide, weil Publikationen ohne DOI, da müssen einfach noch bestimmte Metadaten einfach von den Einrichtungen ergänzt werden. Es kommt allerdings relativ wenig, muss ich sagen. Also das ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil an Daten, die ohne DOI kommen, die meisten, also über 99% mit DOI. Ja, dann gibt es eben die Mitgliedschaften, die Transformationsverträge und die Daten in diesen Tabellenblättern, wo die einzelnen Publikationen erfasst werden und wo die Mitgliedschaften oder die Transformationsverträge erfasst werden sollen, die müssen sich halt aufeinander beziehen. Da muss es sozusagen immer ein Gegenstück zu geben, wenn jetzt ein Artikel zu einem Transformationsvertrag gehört. Müssen beide Seiten bedient werden und dann haben wir halt noch diesen Sonderfall der Deal-Nachzahlungen. Das bezieht sich darauf, dass Einrichtungen Mittel beantragen konnten für die Zeit vor dieser Förderperiode, wenn für die Jahre 2019 bis 2021 noch Mittel beantragt werden konnten. Das soll jetzt aber im weiteren Verlauf keine weitere Rolle spielen. Das ist auch nichts, was wir an OpenAPC weitergeben, sondern es ist einfach nochmal zur Kontrolle der Förderung und der Verwendung der Fördermittel für die DFG gedacht. Ja, denn die Abgabe-App, wo man eben das hochladen kann. Beim Hochladen versuchen wir schon, gewisse Dinge abzuprüfen, um das möglichst zu automatisieren und möglichst schon gut bereinigte Daten zu bekommen. Das gelingt so mittel. Das liegt aber einfach in der Natur der Sache. Man kann nicht alles abprüfen. Manche Sachen müssen wir intellektuell prüfen. Dennoch gibt es ein bestimmtes Regelwerk. Da stecken über 50 Regeln dahinter, was alles abgeprüft wird. Ja, also ist der angegebene DFG-Zuschussbetrag höher als die eigentlichen Kosten des Artikels, dann schlägt schon sozusagen die Fehlermeldung an, das darf nicht sein. Oder es darf nicht gleichzeitig eine Mitgliedschaft und ein Transformationsvertrag gemeldet werden. Sind die Felder überhaupt formal in Ordnung? Also da laufen ganz, ganz viele Prüfungen und dann eben auch die entsprechenden Fehlermeldungen. Dann laufen danach eine Reihe von Normierungen und Konvertierungen. Also wir normieren zum Beispiel die Angaben der Verlage. Wir korrigieren ein bisschen Groß- und Kleinschreibung, solche Dinge.
Und dann erweitern wir gleichzeitig das ganze Datenset, um noch weitere Prüfungen durchführen zu können mit Daten, zum Beispiel aus Unpaywall oder Web of Science. Da ziehen wir uns zu den Artikeln den Open Access Status, nochmal das Publikationsjahr und weitere Daten, um dann eben Prüfungen durchführen zu können, die sich hauptsächlich auf die Förderfähigkeit beziehen. Das bringt halt nochmal eine ganz große Komplexität in das Thema rein. Nur bestimmte Publikationsjahre sind förderfähig. Natürlich muss ein Artikel Gold Open Access sein oder Hybrid, aber im Transformationsvertrag, damit er förderfähig ist. Und diese ganzen Kriterien müssen wir eben abprüfen, filtern die Daten nach entsprechenden Auffälligkeiten und schauen uns dann unter Umständen auch mal einen einzelnen Artikel an, ob das jetzt stimmt oder nicht. So, dann kurz zur Ablieferung per API, was in Planung ist. Das soll eben eine Alternative sein für Einrichtungen, die die Daten schon gut in ihren Repositorien erfassen, wie zum Beispiel jetzt Regensburg. Die könnten das dann nutzen und müssten halt nicht jetzt irgendwie das alles nach Excel exportieren, uns dann hochladen und wir packen das wieder in die Datenbank. Wir hoffen, da Ende 2024 das Datenmodell zu veröffentlichen. Das soll natürlich angelehnt an das Open-Cost-Datenschema sein. Es wird aber so sein, dass wir uns das nicht abholen bei den Einrichtungen, sondern die Einrichtungen müssen uns das aktiv zuschicken. Das hängt einfach mit diesem Prüfauftrag der DFG zusammen. Wir brauchen die Daten zu einem bestimmten Datum und dann muss die Einrichtung uns bestätigen, die Daten sind jetzt fertig und sind aufbereitet. Und jetzt könnt ihr die abrufen oder könnt ihr die bekommen. Denn wenn wir sie abrufen, wissen wir nicht, ist das jetzt der Zustand, der es wirklich sein soll? Verändert sich da nochmal was? Ja, deswegen dieser Weg. Ja, da machen wir eben das Reporting, wenn wir diese ganzen Prüfungen durchgeführt haben. Haben uns da schon bestimmte Reports vordefiniert, die wir dann einfach abrufen können aus dem Datenbestand und können zum Beispiel dann so eine Übersicht haben über, wie viele Transformationsverträge wurden gemeldet, wie viele Artikel dazu, wie viele Kosten gibt es dazu aggregiert und können dann da für die DFG den Bericht erstellen. Genau, und zur Weitergabe an OpenAPC, jetzt sozusagen das Gegenstück, wo ich technisch leider auch jetzt nicht so richtig viel zu sagen kann, außer dass die Daten eben umgewandelt werden müssen von JSON in XML, weil unsere MongoDB eben auf JSON basiert. Teilweise müssen die Daten gruppiert werden. OpenAPC oder OpenCost verwendet zum Beispiel pro Transformationsvertrag eben diese eine Einheit und darunter sind dann die Kosten gestaffelt und wir haben in unserem Datenschema, wenn Sie sich erinnern an die vorige Folie, wirklich immer pro Einrichtung auch mehrere Zeilen für die Transformationsverträge, wo die ganzen Zahlungen aufgelistet sind. Also muss man diese Daten zum Beispiel aggregieren, bevor man die an OpenCost weitergibt. Ja, dann jetzt noch ein paar Zahlen, wie es so aussieht. Berichtsjahr 2022, da gab es noch 76 geförderte Einrichtungen, über 22.000 gemeldete Publikationen. Über 600 Meldungen zu nicht förderfähigen Gebührenarten, eben auch nach dem Open-Cost-Schema, also Page Charges, Color Charges und so weiter, was es so alles gab. Ganz, ganz, ganz überwiegender Teil der gemeldeten Publikationen sind Zeitschriftenartikel, das ist jetzt nicht weiter überraschend. Und zum Berichtsjahr 2023 habe ich schon den ersten Blick in die Daten getan, die jetzt vollständig sind. Da gab es jetzt 116 geförderte Einrichtungen. Circa 40.000 gemeldete Publikationen, das ist noch nicht bereinigt nach irgendwelchen Doubletten oder irgendwelchen Fehlern, aber so die Größenordnung wird es sein und die Meldungen zu nicht förderfähigen Gebührenarten, die sind natürlich jetzt auch ein bisschen angestiegen, einfach auch dadurch, dass wir noch mehr beteiligte Einrichtungen haben. Wie eben schon erwähnt, stellen wir die Daten auch im Open Access Monitor zur Verfügung, wenn die Einrichtungen zugestimmt haben. Das kann man sich da, also das steht da frei zur Verfügung. Man kann sich das anschauen und kann auch schon so nach bestimmten Kriterien einfach mal schauen, wie verteilen sich diese APCs auf Zeitschriften, auf Verlage, wie verteilt sich das auf bestimmte Einrichtungen. Einfach auch nochmal, um die Transparenz in dem Bereich zu erhöhen. Ja, Erkenntnisse. Ja, ist halt kompliziert. Ja, die Wirklichkeit ist komplex und es gibt auch immer neue Herausforderungen, dann gibt es halt neue Vertragsmodelle, man muss versuchen, die abzubilden. Es gibt Subscribe to Open, dann gibt es die Fragen, wie stellt man das denn eigentlich dar? Dann gibt es Transformationsverträge, wo ein Teil halt Subscribe to Open ist und ein Teil halt irgendwie nur Lesezugriff. Dann gibt es entsprechende Anfragen, wie dann da die Kosten gemeldet werden sollen und welcher Teil ist jetzt förderfähig und welcher nicht. Ja, also das wird uns auch weiter begleiten. Es wird da immer neue Problemstellungen geben, die wir da einfach meistern müssen.
Die Programmierung spezifischer Fehlermeldungen ist sehr aufwendig. Es gibt halt immer neue Wege, diese Daten zu melden und dabei immer neue, in Anführungsstrichen, Fehler. Es sind ja nicht wirklich Fehler, sondern eher Probleme. Und wir können halt nicht voraussehen, wie die Fehler aussehen. Und deswegen sind manchmal Fehlermeldungen, die die Einrichtung zurückbekommen, nicht besonders aussagekräftig. Und dann muss man eben in die Kommunikation treten. Ja, und trotz der automatisierten Prüfverfahren ist halt viel manuelle Arbeit notwendig. Also wir gucken uns da schon im dreistelligen Bereich Artikel einzeln an. Das ist einfach so, ne? Wenn da irgendwelche Widersprüche sind beim Open Access Status oder beim Publikationsdatum, dann muss man sich das einfach angucken. Das ist so. Dennoch gibt es auch positive Erkenntnisse, glaube ich. Also ich habe schon das Gefühl, die Monitoringverfahren etablieren sich in der Breite der Einrichtungen. Also Einrichtungen, die letztes Jahr schon gemeldet haben und dieses Jahr wieder melden, das geht viel, viel reibungsloser. Da hat sich schon viel getan. Wir haben eben erfahren, dass auch schon viele Tools entwickelt worden sind. Insgesamt bewirkt das Monitoring auch schon eins der Förderziele zu erfüllen der DFG, nämlich dass die Einrichtungen es schaffen, ein Informationsbudget aufzustellen. Wie gesagt, viele Tools und auch Vernetzung mit relevanten Stellen schreitet voran. Wir werden jetzt zum Beispiel auch im Herbst zusammen mit OpenCost uns mal mit der MPDL zusammensetzen und mal schauen, wie wir da noch einen Datenaustausch zum Beispiel verbessern können und bestimmte Zeiträume oder Fristen auch noch besser abstimmen können. So, und dann kommt jetzt von mir kein Werbeblock für die OpenCost-Konferenz, aber ich halte da auch einen Vortrag, also nochmal ein Anreiz zu laden. Danke.